Allegra und hallo liebe Freunde der Rätischen Bahn. Im Mai 2022 waren noch lokbespannte Regionalzüge in der Rheinschlucht unterwegs. Im Dezember 2023 ist damit aber Schluss. Die Kanuten warten bereits auf den Zug, um ihre Kajaks in den Packwagen zu verladen. Künftig fahren auch dort Triebzüge, diese haben dann für Gepäck ein Mehrzweckabteil. Hier ein kurzer Rückblick auf die Geschichte und die diversen Farbschemen der Lok 612 bis hin zur aktuellen gelben Folierung. Alle Kajaks sind verladen, es geht flussaufwärts mit dem Zug weiter für die Wassersportler. Im Zug sind an dritter, vierter und fünfter Stelle die sogenannten Einheitswagen 1 eingereiht. Diese Wagen gibt es in der langen Version heute nicht mehr in Zügen der RHB. Mehr dazu im nachfolgenden Überblick. Anfang der 1960er Jahre wurde der Wagenpark bei den Schmalspureisenbahnen in der Schweiz modernisiert. Der Einheitswagen 1 wurde eingeführt bei diversen Schmalspurbahnen und auch bei der RHB. Ab 1962 beschaffte die RHB in Summe weit über 100 Wagen von diesem Typen. Ursprünglich waren die rund 18,4 Meter langen Wagen grün. Im Laufe der Zeit wurden die Wagen modernisiert und hatten zuletzt eine rote Lackierung mit breitem weißen Streifen. Eines der Unterscheidungsmerkmale zum späteren Einheitswagen 2 ist das deutlich abgeflachte Dach am Wagenende. Für die engen Radien der Berniner Bahn wurden um etwa 4 Meter kürzere Wagen mit Leichtmetallaufbau hergestellt. Auch diese kurzen Wagen waren ursprünglich grün. Extra für den Glasier-Express gab es auch Wagen mit Bremszahnrad, damit diese auch am Zugschluss in Zahnradabschnitten der Nachbarbahnen FO und BVZ eingereiht werden konnten. Die Arosa-Bahn erhielt 1969 5 Sitz, 3 Pack und 3 Steuerwagen. Einige Wagen bekamen mit der Umstellung der Fahrleitung auf 11.000 Volt ein blaues auffälliges Design als Arosa-Express. Im Laufe der Zeit gab es etliche technische und optische Anpassungen. Aber aufgrund des Alters und dem Zustand sowie der Einführung der Capricorn-Triebzüge wurden die meisten Wagen verkauft oder verschrottet. Einige Wagen wird man aber anderenorts wiederfinden, wie hier in Frankreich, und das sogar in grüner Lackierung und mit RHB-Logo. Aktuell ergibt sich noch folgender kleiner Bestand. 2 Einheitswagen 1 bleiben historisch erhalten und werden voraussichtlich wieder grün lackiert. 3 sogenannte Bärenlandwagen und die kurzen Berniner Wagen bleiben zumindest vorerst in Betrieb. Nun aber zurück zur gelben Lok 612. Schon seit Jahren obliegt es der Lokserie GE442, den Glasier-Express im Netz der RHB zu bespannen, und so wird es auch sicherlich noch über ein Jahrzehnt bleiben. Denn erst im Jahr 2035 soll das Einsatzende für diesen Loktyp kommen. Kurz vor Filisur wird der Expresszug 2 große Viadukte befahren, nämlich das Schmittentobel und das weltberühmte Landwasserviadukt, dessen letzter Bogen unmittelbar in den Landwassertunnel mündet. Zwischen den Viadukten ist ein kurzer Tunnel, darüber liegt ein Aussichtspunkt, der einen grandiosen Blick auf das 120 Jahre alte Bauwerk ermöglicht.
Wir machen eine 50-jährige bebilderte Zeitreise mit der Lok 612 von 1973 bis 2023. Seit 18. Dezember 2020 ist Lok 612 in Gelb unterwegs mit der Werbeaufschrift eines Elektrounternehmens, welches auch für die RHB arbeitet. In den letzten Jahren wurde auch zwischen Bever und Samäden eine Doppelspur eingerichtet. Hier kommt es nahezu zu einer Parallelfahrt des Engadiner Pendelzuges mit Lok 612 und dem Interregio aus Chur mit Lok 647. Am frühen Nachmittag wird nach einer Einsatzpause der Pendelzug in St. Moritz auf Gleis 3 bereitgestellt. Hier kommt der Pendelzug in Samäden an. Bereits historisch ist Lok 707. Weiter geht die Fahrt auf der langen Doppelspurgeraden nach Bever. Die Lok 612 ist mit Dualbremse und ZSI 127 ausgestattet. Das bedeutet, sie kann auch nach Ende 2023 ohne Einschränkungen universell eingesetzt werden. Der bereits abbremsende Zug quert mittels Brücke den Gebirgsfluss Beverin und hält im frisch renovierten Bahnhof Bever. Die Fahrt geht nun weiter via Vereiner Tunnel ins Prättigau nach Landquart.
Unsere Fahrt mit Lok 612 endet hier im Landquart. Wir widmen uns nun einer Lok mit einem exotischen Aussehen. Konnichiwa, hier ist Lok 622. Seit 1979 haben die RHB und die japanische Hakone Totsanbahn eine Partnerfreundschaft. Aus dem Grund wurde die Lok 622 mit dem Namen der Partnerbahn in großen japanischen Schriftzeichen versehen. Lok 622 führt einen Albula-Güterzug ins Engadin, mit dabei sind auch Schotterwagen, Langschienen und Kleineisen auf Flachwagen für den Gleisbau. Rund 1,5 Stunden nach Ankunft in Samäden geht es für Lok 622 zurück mit einem Güterzug nach Landquart via Thusis, Chur und Unterwatz. Lok 622 kommt hier im Hochsommer in Doppeltraktion in Unterwatz kurz nach 11 Uhr an, um einen leeren Kehrichtwagen nach Davos mitzunehmen. Die Rangierlok 20603 wird den Wagen mit den blauen Kehrichtmulden am Zugschluss ansetzen. Dazu rangiert die Lok mittels Sägefahrt über die Einfahrweiche. Die neuen in 2020 abgelieferten bimodalen Rangierloks sind gegenüber den Dieselloks nicht nur umweltfreundlicher, die Fahrerkabine ist auch klimatisiert, was am heutigen heißen Sommertag auch ein großes Plus für das Rangierpersonal bedeutet. Die S-Bahn nach Chur ist bereits eingetroffen. Die Strecke ist nun frei für den ausfahrenden Güterzug 5120 nach Landquart. Die beiden Loks werden nach Ankunft in Landquart rund 60 Minuten Pause machen, um dann den nächsten Zug ins Engadin zu bespannen, der wiederum in Unterwatz vorbeikommt. In Richtung Klosters braust kurz vor 19 Uhr die Lok 624 östlich von Malanz vorbei. Inzwischen ist es Herbst geworden, die Gipfel der Berge sind bereits mit Schnee bedeckt, während Lok 624 kurz nach Mittag mit dem RE 1741 gleich den Bahnhof Zizas erreichen wird. Lok 624 wurde als vierte Lok der zweiten Serie gebaut und wurde 1984 in Betrieb genommen. Im Laufe der Zeit gab es einige Veränderungen, wie die Fotoserie zeigt. Alle RHB-Fans konnten ein Foto von sich selber einsenden,
welches dann auf die Lok 624 foliert wurde. Am 29. August 2019 hat die frisch revidierte Lok 624 die Werkstatt verlassen und ist seither mit Dualbremse und ZSI 127 ausgerüstet. Der Zug ist fast ausschließlich mit Einheitswagen 1 gebildet, die man im Jahr 2023 so gut wie gar nicht mehr sah, außer in der kurzen Version am Bernina Pass und die bekannten drei Bärenlandwagen nach Arosa. Der Regionalexpress hat die Fachwerkbrücke über den Vorderrhein überquert und jetzt geht die Fahrt an diesem herrlichen Tag flussaufwärts Richtung die Sentes. Wir sind in Trien ausgestiegen und beobachten noch die Abfahrt des Zuges, bevor wir gleich nochmal zum Schluss nach St. Moritz schwenken. Langsam passiert der Pendelzug nach Pontresina die Brückenbaustelle über den Inn, in rätoromanisch Engadin, daher der Name Engadin.